Eine Boeing 777-300 im Landeanflug auf den Flughafen von Amsterdam. Es herrscht stürmisches Wetter. Gerade fegt das Tief Jelko übers Land. Solche Konditionen sind ein Leckerbissen für Planespotter, die dann Aufnahmen von spektakulären Landungen machen können. Passagiere und Maschine werden ganz schön durchgeschüttelt. Kurz vor der Landung erfasst eine Böe den Flieger von KLM Asia. Dem Piloten gelingt trotzdem eine souveräne Landung. Die Boeing 777 wird seit 1994 gebaut. Die 777-300 war Ende der 90er Jahre das längste Verkehrsflugzeug der Welt. Mit dem Modell können bis zu 550 Menschen transportiert werden.